Ist das vielleicht eine Abkürzung, um da wieder rauszukommen, wo dieses eine Dame war? Oh, ich höre doch irgendwas. Oh. War gerade irgendein Geräusch. Das mit. Also ein langer Weg. Ich sehe hier keine Möglichkeit, irgendwas anderes machen. Geh mal hier rüber. Nein, aber bitte nicht runter. Genau. Genau, perfekt. Das ist die Stelle, wo ich die eine gesehen hatte. Wir haben einfach nur den Weg hier freigeschaltet. Na gut. Dann lasst uns mal wieder weitergehen. Komm ich. Komm hier nicht hoch. Krieg hier hoch. Meine Güte! Schon wieder gegen diesen riesen Wuschelbusch kämpfen. Obwohl da so diese kleine Raupe drin ist, die ich eigentlich gar nicht töten möchte. Problem ist vor allem um die Mücke gerade. Würde ich eigentlich gerne weghaben. Weil parallel während das dicke Ding ist. Nee. Ach, das dicke Ding kommt noch nicht. Wuschelbusch. Wir heilen uns noch einmal. So. Ah, ich hab doch nach rechts geklickt. Ich hatte schon gesagt, wir können hier den Weg mal. Genau, wir gehen den Weg dort mal nach Westen. Einfach zum Gucken. Ah. Ich schalt mal. Damit irgendwas frei. Ach, Pummel, Fliege. Großer Spaß, für bald. Ups. Das ist ja ein jeglicher Pfad. Okay, lass uns mal gucken. Schalten mal bitte die Bank unter uns frei. Oh Gott, Gott. Also ich meine Waffe keine Abnutzung. In irgendeiner Art und Weise. Okay, das ist da unten. Wenn ich es einmal zuschlage, muss das eigentlich. Das mal. Automat mit Symbol einer Bank. Geo einwerfen? Ja. Okay, damit haben wir das von der einen Seite freigeschaltet. Kommt aktualisiert. Aber wir haben doch den rechten Weg erkundet. Ach nee, dort unten auf den rechten Weg. Hier irgendwo noch lang. Ich würde gerne noch den Pfad ein bisschen weiter runter auf. Da irgendwas ist. Ich höre doch schon wieder das Gebüsch. Oh Gott, diese Fliegen. Geld mal sicher. Ups.
Alles will einen töten, ja. Wenn er sich nochmal rauskommt, hat es dann. Ja, seinen Schaden gespeichert. Heilt sich also nicht dadurch. Das Busch hier. Das Korallenwesen. Kann man abkürzen. Gut, dann geht's halt einfach nach oben. Okay, also ich würde mich jetzt gerne mal fallen lassen. So, das wäre jetzt also von drüben. Ich würde gerne mal einmal hochgehen, dort einmal nach rechts. Rauszukriegen, ob das noch irgendwas ausmacht. Buschelbusch. Genau. Ah, warum hat er geschlagen und er hat keine Explosion gemacht gerade? Jetzt haben wir. Genau, hier. Schon nochmal rein. Ah. Bin es doch schon sowas. Ich trau dem Frieden ja nicht. Dahin. Was? Okay, das ist also so eine Strecke. Nee. Ich glaube, das können wir nicht machen. Wir kriegen es vielleicht hin, dort drüber zu springen. Aber. Kriegen das nur mit Schaden hin. Ich glaube, da brauchen wir irgendwas, um schneller. Genau. Irgendwie zu sliden zur Seite brauchen wir da was. Das habe ich nicht. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Und nach links. Oh, warte mal, aber den machen wir. Für. Wow, nein. Für die Klicks. Nee, für das Journal. Wo kommt er von? Rechts kommen wir jetzt mal. Gut. Nicht so wie ich wollte, aber. Okay, also der Weg jetzt komplett nach rechts wäre noch interessant. Können wir runtergehen? Ganz viel Gebüsche. Ah, okay, können wir uns füllen. Dornen. Ah, guck, ah, okay. Auch da hinter uns. Ja, komm ich nicht lang. Komm ich echt nicht so weit? Das ist wirklich knapp, aber ich glaube, ich kann nicht hoch, ne. So. Hier runterfallen, ja, kann ich den Weg zurück antreten. Okay. Ich schlage hier einfach mal in die Richtung, weil ich denke, da wird irgendwas sein. Oder kann ich einmal nach oben gehen und einmal nach links? Wenn ich nach unten gehe. Irgendwas Großes kommt, nehme ich an, was mich gegen die Dornen haut. Von Moos und Blättern kommt unser Leben. Solange sie am Weg wachsen, werden wir niemals welken. Gut. Noch ein paar Lore-Einträge. Ja, keine Ahnung, ob jetzt der Weg nach links oder der Weg nach oben. Oben könnte eine Abkürzung nach ganz oben sein. Also würde ich mal vielleicht nach links gehen. Ach. Oh, puh. Ich das verkacke.
Ja, und dann komme ich nicht weiter. Gut. Damit hat sich hier schon meine Lust, das zu erkunden, erledigt. Gut, gehen wir halt. Ups. Gehen wir halt nach oben. Ich will erstmal danach. Ah, da kann man einen Schalter betätigen. Das. Seht ihr das? Diese Arschlöcher. Da hätte ich es nicht anders hingesetzt, also um ehrlich zu sein. Würde ich nicht. Ach, guckt mal an, das ist eine. Ach, okay. Das muss oben betätigt werden. Hier kommen wir gar nicht weiter. Boah. Das sah ich gerade mein virtuelles Leben an mir vorbeiziehen. Ich meine, zum Glück weiß ich an ein, zwei Stellen des Begegnens Sinn, aber wenn ich hier nochmal lang laufe, ich werde es total wieder vergessen haben. Okay, Journal-Eintrag. Wir haben jetzt mehr von denen erledigt. Nehmen wir an, dass haben wir den Eintrag jetzt freigeschaltet. Großkriecher. Früher dachte ich, dass sie nur Pflanzen seien, die herumschlendern können. Als ich herausfand, dass Lebewesen sind, habe ich angefangen, jeden zu töten, der mir vor die Augen kam. Das ist die Natur der Jagd. Och, der Jäger. Hallo, die kleinen süßen Wesen. Achso, damit gehe ich ja wieder den Umweg. Ich trotz. Quatsch. Komm, wir lassen uns mal wieder den normalen Weg gehen. Da eigentlich. Seht ihr das dort hinten? Da leuchtet es doch. Ach Mist, also im Gegenstand. Ich gehe das mal auf der Karte. Kann ich da mal reinzoomen? Markierung unten. Denke ich da irgendwann mal dran, dass da ein Gegenstand liegt. Bei der Leiche, eine Seele. Genau, und hier, wenn ich jetzt hier hochgehe, müsste ich doch. Okay. So. So, das wäre also der normale Weg eigentlich schon. Schon viel Obacht geben. Schön, wie man das so einträgt, die Karte. Ich habe schon mal an die Gebiete langsam anerkundet, kann man sagen. Aber warte mal, da kann ich aber dort oben das eigentlich wegnehmen, die Markierung. Weil damit habe ich das ja entfernt. Genau, ich nehme die mal wieder weg, weil diese Abkürzung haben wir ja gefunden. Ich würde mal hier eine Markierung hinsetzen, dass wir wissen, dass hier ein Tor war oder was ähnliches. Also ich glaube, ich sagen, es sind noch Wege, die ja oder was zu entdecken. Mach ich das? Ich glaube, Wege, die zu entdecken sind und Einzelgegenstände würde ich mal rot markieren. Sowas. Vielleicht das Ganze. So, ich hoffe, ich finde irgendwann die Rhino-Station, weil dann könnte ich ja mal in die Stadt gehen und ja, irgendwie das Zeug mal sichern. Was kaufen dafür. Ich muss Angst haben, dass ich alles verliere wieder. Warum kann ich jetzt zu der Seite gehen? Also wie ich schon erwähnt hatte, von unten oder von oben angreifen. Also möglichst waagerecht angreifen. Das ist doch das Pendant zu den Fliegen bei Isaac. Es gab ja diese komischen roten Fleischhaufen, die waren ja waagerechte Angriffe. Und dann gab es welche im Diagonalen. War noch Fliegenteil. Okay, hier konnte ich nur runterrutschen. Dahinter. Ich wollte gerade sagen, also die Wand hat so nachgegeben. Gut.
clever gemacht von ihm. So, ich würde ja gerne den Weg dort oben lang gehen. Genau, was mit hier? Monsieur Stinketen? Stinkmorschel? Und oben noch der, der angeschissen kommt. So, damit müsste ich dieses Gebiet abgeschlossen haben. Ja, schön, wenn da irgendwie noch zumindest mal irgendwie so sehen kann, dass es alles gefunden, so ein bisschen wie Resident Evil mäßig, wisst ihr, dann die Räumlichkeiten einsichtssehbar sind. Okay, wir gehen erst nach oben. Das ist ein Weg auch wieder nach. Warum sollte ich den gehen? Da ist eine geile Tür. Okay, wir haben einen Eintrag gekriegt. Ich würde mal gerne wissen, was das ist. Lebenskeim. Kleiner, krabbelnder Samen voller Lebensblut, der für seine heilsame Eigenschaften verzehrt werden kann. Besiege noch 8 mehr. Aber den habe ich auch deutlich mehr schon erledigt, oder? Na gut. Haben wir es gefunden. Hier oben ist wieder was zum Betrachten. Der höhere Geist träumte einst von Blättern, schuf so diese Höhlen. Jeden Busch und in jeder Ranke offenbart sich uns der Geist. Auch wieder ein bisschen Loot. Also wir könnten hier jetzt direkt. Mach ich mal was über die Einblendung. Ich würde aber gerne mal nach rechts gehen. Obwohl das wahrscheinlich ein Feind ist. Ja. Treffer Fernkampf, ein Treffer von oben. Guck mal an, Moosritter, Beschützer des Grünwegs, ausgebildet in der Kunst von Nagel und Panzer. Vor allem war das denn abgesperrt. War wahrscheinlich nur beim ersten Begegnung. Ja, ich sehe dich. Ich habe dich gesehen und gehört, Clay. Geht's hoch? Kommen wir dahin? Das sieht ja wieder. Sieht ja wieder wie ein bisschen unsere alte Region. Wenig Grünzeug. Okay, gehen wir erstmal ganz kurz weiter. Anders mal. Bitte das? Okay, da ist irgendwas. Mehrere Wesen. Wir können hier holen. Okay, das wäre auch der Weg weiterführend. Das ändert hier grau. Sagt er und fällt runter, dann ist die Währung weg, die du. Es ist zum Kotzen. Und die ganzen Gegner sind wieder da. Also es ist. Wie schnell. Also zumindest. Manchen Gegenden ist es so, du hast sie getötet und es dauert eine Weile, bis sie wiederkommen. Manche Gegenden sind so wieder da.
lasst uns doch wenigstens ein bisschen Zeit, wenn wir da durch Zufall runterhuppen, was gar nicht unsere Absicht war. Lass ich mal das Vieh sein. Geh mal hier nach rechts. Karte von diesen verfügbar. Kennt das selber nicht. Sind noch irgendwie. Ich nehm's zurück, das ist nicht das alte. Das ist schon irgendwas anderes. Demnach glaube ich auch wirklich was, was wir noch anschauen sollten. Wenn es die alten Monster sind, das ist natürlich wieder gerade ein Punkt, wo ich sage, okay, eigentlich schon. Hier würde man runterfallen. Ich kann nämlich nicht springen. Ah. Das ist eine gemeine Stelle, glaube ich, oder? Ja. Brauchen wir so ein Stash oder wie es immer heißt, um darüber zu kommen. Weil ich kann hier nicht hochspringen. Also ich falle. Nee. Ich dachte, wenn man fällt, kann man nochmal im Fall nochmal springen. Sorry. Dem war aber. Warum werde ich beim Schlagen noch einmal nach hinten katapultiert. Halt uns mal bitte. Noch mal ein bisschen weiten auf. Weil. Gut. Nichts liegen lassen. So, okay, wir müssen. Geh mal den Weg hoch. Lass uns das mal probieren. Da bin ich hoch. Hier lang. Da lang. Hier hoch, genau, Liste. Ups. Okay, also es ist irgendwie, kann man da rechts das erreichen, oder muss ich halt dieses schnell nach vor brechen haben. Puh, das habe ich nicht gut. So, gab es jetzt noch einen Weg nach links?